Menschen sagen, ich habe dieses Trauma jetzt für mich geheilt, dann haben sie meiner Meinung nach gar nicht verstanden, was da gerade wirklich in ihrem Körper passiert. Natürlich kannst du gewisse Energiestaus in deinem Körper auflösen und du kannst dich dann in ein freieres, leichteres Leben begeben. Was aber nicht bedeutet, dass du in deinem Leben nie wieder damit konfrontiert wirst, sondern es bedeutet einfach nur, dass du eine neue Perspektive erhalten hast und dass du durch diese neue Perspektive, die in dieser Situation dazu beigetragen hat, diese Energiestau, diese Emotion, die irgendwo in einem Knotenpunkt in deinem Leben einfach nicht mehr weiterfließt, weil du sie einfach zur Seite geschoben hast, endlich wieder in den Fluss zu bringen, mehr anschauen zu können, weil sie eben jetzt fließt und weil sie wieder beim Fließen auch wieder an deinen Augen vorbeifließt und du in diesem Moment, wo diese Emotion, die du lange vor dir weggedrückt hast, vor deinen Augen vorbeifließt, bist du viel, viel mutiger und auch viel, viel zuversichtlicher, dich damit auseinanderzusetzen. Und deswegen ist das vollkommen richtig, was du sagst. Es ist ein stetiger Prozess, der uns unser ganzes Leben lang begleitet, dass wir immer wieder, auch wenn wir sagen, wir haben das jetzt für uns geheilt, mit den Themen aber konfrontiert werden, aber nur anders lernen, damit in Zukunft umzugehen. Und wenn wir natürlich wieder in alte Muster verfallen, und das passiert ja auch immer wieder. Es gibt Leute, die nehmen Ayahuasca und die rauchen danach nie wieder oder die trinken dann keinen Alkohol mehr. Aber wenn sie dann wieder mit dieser Emotion konfrontiert werden und sich wieder mit diesem Schmerzkörper identifizieren, ist die Wahrscheinlichkeit einfach sehr, sehr groß, dass sie sich wieder für diesen Weg einfach entscheiden. Und das ist diese göttliche Power, die hinter allem steckt, und zwar der freie Wille des Menschen. Das bedeutet genau das. Schatten integrieren, in dieses Feld hineinbringen, was du jetzt gerade siehst. Du siehst deine Schatten die ganze Zeit klar vor Augen. Das bedeutet Schatten integrieren, dass sie nicht nur im Schatten sind und unsichtbar sind, sondern vorne im sichtbaren Feld sind, aber dass du jedes Mal die freie Wahl entscheidest, ich sehe das, aber ich entscheide mich trotzdem jetzt für diesen Weg.